Ja, hallo zusammen zur Mittwochsfolge von Grim Dawn, Reign of Terror. Und wir haben gesagt, oder uns wurde gesagt, na toll, aber hier brauchen wir es jetzt eher nicht. Wir sollen mit der Heilerin sprechen. Was weiß ich, wer hier die Heilerin ist? Das sind zwei Kampfkühe. Wir sollen mit der Heilerin sprechen. Die hätte eine Aufgabe für uns, was wir jetzt durchaus mal machen wollen, wenn ich sie denn finde. Ja, Mittwoch heute. Ey, während ich das aufnehme, das ist so abgefahren, dass heute erster Advent ist. Da fällt mir echt nicht viel. Ja, dir auch. Wieso? Was soll denn da sein? Irgendwas muss hier sein. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bist du. Ach, da unten. Nee, guck doch einfach auf die Map. Das kann unfassbar helfen. Hallöchen. The witch told me that you were searching for the brain of a demon to assist me in creating my elixir. Ja, ich searche in Level 9 für Nachgehören. Mache ich glatt. Kann ja nur hilfreich sein. So, dann machen wir mal eben hier die 4 wieder an. Und gehen in den hier rein. So, das Thema hat sich ja erledigt. Dann suchen wir mal nach Brain. Fühle mich ja wie ein Zombie. Ja, Healing Potion kann man natürlich mitnehmen. Ey, wer hat denn gesagt, dass ihr mir hier zu nahe kommen sollt? Echt jetzt mal. Schweinebacken. Ja, genau. Heute ist Sonntag, während ich das aufnehme. Ich hatte ja gestern noch die beiden Titan-Quests. Und irgendwie fühlte ich mich gestern Abend echt schlapp. Ich habe keine Ahnung, warum das so war. Hab dann den Stream auch ausfallen lassen, aber manchmal ist das so. Bin dann einfach auf die Couch gegangen und hab mir gesagt, nö. Entspann dich einfach ein bisschen, was ich dann auch getan habe. Warum bin ich gerade so langsam? Ah, da liegt Loot, den ich nicht gebrauchen kann, ganz offensichtlich. Ja, und dann habe ich den Abend auf der Couch verbracht. Man wird alt. Heute Abend wird dann auch wieder gestreamt. Heute Abend gibt es ein Horrorspiel mit Dan. Devil in Me, glaube ich, oder Devil Inside, keine Ahnung. Ist auch wurscht, wie es jetzt genau heißt. Okay. Da oben dürfte es wohl weitergehen. X. So. Hallo Freunde. Verzieht euch. Ernsthaft jetzt. Alter, ich sagte, verzieht euch. Meine Fresse. Ist jetzt mal gut hier. Wir haben ganz schön ausgeteilt. Das war nicht so nett. So, und da habe ich mir gesagt, okay, nimmst du heute Nachmittag auf. Also was ich jetzt schon mal ankündigen kann, dass es über Weihnachten die 2 Wochen oder die 2 Wochen nach Weihnachten wird es keine Videos geben. Da gönne ich mir Auszeit, da möchte ich dann das Update von The Witcher spielen. Da kommt ja eine neue Version raus. Und ich habe das Spiel damals so geliebt, dass ich das mir auch mal wieder antun kann. Jetzt auch in einer sehr wahrscheinlich hübscheren Optik. Das heißt, über Weihnachten wird es 2 Wochen lang keine Folgen geben. Da möchte ich meinen Urlaub für Streaming Schrägstrich The Witcher nutzen. Kann man machen, finde ich. So einen kleinen Weihnachtsurlaub. Da ist eine dicke Kiste und ein Fragezeichen.
Irgendein Tome? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das hier soll. Oder sind das hier wieder Pilze? Da sind wieder Pilze. Aber die Quest haben wir ja schon erledigt. Dafür verstehe ich auch nicht, warum es das immer noch so angezeigt wird. Aber ich muss auch nicht alles verstehen. Es ist halt auch nur eine Mod. Was ist denn dieser Fungal Tome, den ich da eben aufgenommen habe? Wo ist denn das Ding? Sehr seltsam. Ich finde es jetzt nicht. Fungal Tome, Quest Item. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Whatever, whoever, keine Ahnung. Offensichtlich haben wir das Quest-Item ein zweites Mal entdeckt. Auch ein Traum. Gut, jetzt suchen wir gerade Brain. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann geht's wohl unten weiter. Kipper ausgegangen. Mal gucken, wer denn hier sein Gehirn verliert. Man weiß es nicht. Ja, Magic schrieb auch irgendwas von einer Schatz... von irgendeinem Schatzlager, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei Baal. Ob ich da jetzt nochmal wieder hingehe, weiß ich nicht. Also was ich ja auf jeden Fall noch vorhabe, wobei ich dann nochmal gucken muss, ob ich dann die Fundorte von den Megabossen finden, irgendwo aufgelistet bekomme, weil ich habe mit Sicherheit nicht alle Bosse gemerkt. Es gibt ja diese Überbosse. Und da muss ich nochmal gucken, ob man irgendwo da nochmal findet, wo die überall zu finden sind. Das wäre schon sehr cool, dass wir die auf jeden Fall auch nochmal angehen. Also so in den ersten Leveln war das ja fernab von Gut und Böse sozusagen nicht umsetzbar, dass man es überhaupt mal versucht hat, so schnell wie man Prügel bezogen hat, das war ja nicht mehr frei. Ach komm schon, echt jetzt mal. Hä? Ah, da so zum Beispiel. War klar, dass es ein Boss sein musste. Ein Boss und seine Kumpels. Findest du witzig, ja? Auf jeden Fall kann er ganz gut einstecken. Eieiei. Thank you.
Ja, schon nicht ohne, muss man mal so sagen. Holla, die Weichfee. Das hat jetzt. War das nicht so nice? Na, also. So, was haben wir da dann? Unique Offhand. Keine Ahnung. Und das Demon Brain. Nichts, was wir gebrauchen können, eine Unique Offhand. Aber wir können mal eben das Ding zurückbringen. Auf nach Tristram. Tüdelülü, ich hab da mal ein Dämonenhirn. Nur für dich, liebe Heilerin. Ja, toll. Und was gibt's dafür? Spektral-Elixier. Aha. Das sollen wir jetzt zu Adria bringen. Mein Gott, wir werden hier aber auch hin und her gejagt, ne? Muss man ja mal so sagen. Ich glaube, hier war es lang. Hallo Adria, ich habe da mal was für dich. Aha, wenn du es so sagst. Oh, 3 Attributpunkte. Nette Quest. Wir haben 4 Punkte available. Ich glaube, die stecke ich mal alle in Dexterity. So. Und jetzt geht's wieder zurück in den Keller, würde ich behaupten. Tü-lü-lü. Haben auch aktuell nur die eine Quest, nämlich runter zu Level 10. Aber es sind ja noch ein paar Levelies. So, jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Ist mal dunkel, aber auch hier. Ich hoffe, ihr könnt das bei YouTube überhaupt erkennen. Hallo. Es ist gut, Freunde. Es ist gut. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's zu Level 10. Das muss man uns merken. Da muss auch irgendwo ein Portal sein. Aber wir gucken uns natürlich erstmal noch um. Wollen ja nichts verpassen. Hey, wir machen jetzt ganz gut Dauer, muss man mal so sagen. Also wenn sie zuhauen, ist da Schmerz. Wir gucken, wo war das Ding denn jetzt? Da irgendwo. Hallo. Hallo. So. Aber ich glaube, wir können noch mal da hingucken. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Hier haben wir noch mal ein paar Arschlöcher. Genau, geht mal alles schön kaputt. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Dann gehen wir zu dem Weg nach unten. Da zum Beispiel. Gehen hier noch eben runter. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag, morgen, whatever. Seid gerne morgen wieder dabei, wenn die nächste Folge von Reign of Terror kommt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.